What's with them? Because I got too much life running through my veins. I just wanna feel real love. Das ist doch scheiße. Jetzt geht's aber los. Running through my vein. Na klar! Kino, laden. So. Gino, Gino, Ginelli. Yo, was gibt's denn da alles? Substanding Class, Post, Global, Global, Post, Relativ. Samecast, oh Gott, das wird Samecast. Ja, du hast sowieso so viel Kram bei dir auf deinem Display schon. Also ich weiß nicht, da oben das links würde ich schon mal alles wegmachen. Das brauchst du ja nicht. Ganganzeige, letzte Runde, Position, hast du alles doppelt. Quatsch, würde ich schon mal wegmachen, oben links. Dann, genau, das da darüber, da das weg. Und das, wo du das gerade drunter schiebst, das kannst du auch wegmachen. Das ist diese F-Geschichte, F7 oder so. Das ist ja schrecklich bei dir. Meckerst du etwa? Aber siehst du, da siehst du jetzt Too Slow for You ist auf dem Server. Und unter der Klasse GTE, GT3 siehst du nur uns beide, weil wir die GT3 Wagen fahren. Finde ich halt cool. Was machst du denn da? Naja, ich lass dich mal allein. Ich versuche mal ein bisschen weiter. Jetzt lass mich erstmal alles anklicken und schauen, was das ist. Dann kann ich ja wegklicken. Ja, da hast du recht. Ach, jetzt. Ich wundere mich, warum mein. Setocasa Apps, warum mein Dings nicht funktioniert. Ich habe Sim deaktiviert. F7 war es aber nicht, oder? Was war das nochmal für den Zahn? F7 war es nicht? Dann F8. Irgendwo Ach. Kommt eine Meldung. Dann sagt der Auto-Alignment. Achso, dann hast du jetzt wahrscheinlich beim Laden ein neues Bildschirmhintergrundbild. War zumindest bei mir so. F9 ist das. Da siehst du. Dein Hut aufräumen. Okay. Aus wie der Internet Explorer von einer 50-jährigen Frau. Was ist daran falsch? Voll mit Tool und Browserbars und Plugins. Also, du siehst ja nichts mehr von der Webseite, also nur so einen kleinen Schlitz. Ich mag Schlitze.
aber dieses Basic wegzutun ist auch doof, oder? Fuel, Drehzahl, also, Endgang. Ich benutze das nicht. Da sehe ich, ob ich ABS oder TCS habe bei dem Auto. Direkt. Da steht halt ABS oder TC. Muss mir das auch gleich nochmal das Substanding konfigurieren. Ich habe es nur heute Morgen installiert und konnte es nur alleine testen. Das ist natürlich schöner, wenn andere auf dem Server sind. Ja. Ich habe jetzt erstmal ein Global, GT3 und Same Car. Okay. Und unten habe ich die Dinger. Das ist immer noch immer zu weit mit diesem. Relativ. Aber da ist jetzt schön Platz in der Ecke. Naja, soll ich noch mehr anzeigen als vorher. Aber ich habe ein paar weggemacht. Ich habe mir mal, da wo ich meine Rundenzeit sehe, das habe ich immer woanders hingelegt, das ging gar nicht. Ich hatte mich schon so dran gewöhnt, dass das da links ist. So, die Rundenzeit, die aktuelle, ja. So, die, ja. Die sehe ich gar nicht. Sehe ich gar nicht hin. Frag mich immer, wie schnell bin ich und dann. Bis ich das finde, komm, ich fahre aber einfach durchs Ziel, bevor ich jetzt suche und dann. Die ist rechts, das weiß er bei mir, okay. Ich könnte die Sachen auch unten hin tun. Nicht ins Bild, aber was will ich denn da oben sehen im Baum? Ich schaue eh nur auf einen ganz kleinen Bereich eigentlich. Einfach auf die Straße und rechts, links davon in der Höhe. Wie viel bin ich jetzt? Wo steht das jetzt, wie viel ich schneller langsamer bin als du? Wenn ich jetzt auf Global gehe, richtig was? Steht da gar nichts. Ja, du kannst das einstellen. Ich muss gleich gucken, kann er das dann sagen. Das stimmt, ja stimmt, da gab es dann nochmal Optionen für jedes einzelne Seite 1 bis 5. Genau.
Oh, schade. Gebremst. Ich stehe als Erster vorne. Verstehe nicht. Zeigt er nicht. Zeigt immer um mich an oder was? Zeigt er nicht an, wie es richtig ist? Keine Ahnung. Das ist natürlich die Anzeige komisch. Da muss ich halt suchen. Bei den anderen habe ich einfach kurz geschaut. Bei mir bist du eins, weil du eine Zeit hast. Ich habe gerade die nur Klassen. Ich habe Global, Klasse und gleiches Auto. Vorletzte Kurve. Jetzt zu sehr schnell Gas gibt, rutscht man so raus. Schön, dass diese Tanks im Busch. Wo die Namen sind, lol. Ist halt echt diese scheiß Dings so über den Namen. Was willst du am meckern? Das Tanksymbol ist über den Namen.
Push. Moin, was, wie heißt die App? Zap irgendwas? Eben gerade installiert hier. Substanding Extended. Substanding Extended. Ich hoffe, es gab mal. Das war, glaube ich, die aktuelle Version. Substanding Extended. Wird wieder ausgemacht. Zumindest. Was ich sehe gerade, es gibt da auch einen Klassenindikator. Also ich kann mir auch die relative Zeit anzeigen lassen. So darf ich das nicht machen, wa? Ich versuche immer noch, den Sektor 3 zu optimieren. Ich habe jetzt die Abstände mal ausgemacht, habe nur das Relativ-Timing gelassen. Ich müsste auch zu Wert hochschauen. Jetzt AFK. Also Substanding Extended 2.8, Mike. Ich hab's eben drauf getan halt. Und tu's mir nachher konfigurieren. Wenn ich vielleicht eine Pause mache oder so. Ich will einfach nur fahren. Ich erwische mich jeden Tag mit mehr Einstellen als fahren und das will ich einfach nicht machen. Irgendwann stellt es WB. Nicht finde, das kann ich auch Link reinschicken in Chat. Ich habe das noch offen, glaube ich. Kannst du Bescheid sagen? Nein, schon wieder den Fehler. Irgendwie finde ich das geil. Ich muss dringend schiffen, aber ich gehe nicht. Das ist ein cooles Gefühl, sag ich dir. Okay. Nicht, dass das zum Fetisch wird. Ist zu spät. Da habe ich so irgendwas, was ich spiele am Penis, weißt du? Hilfe! Es ist schon wieder so weit. Es endet nie. Es hört ja nie auf. Es ist halt immer präsent. Du merkst es nicht.
du mir vielleicht mal doch, ich hatte keine Lust sowas zu machen, vielleicht mal doch so einen Guide anschauen, was die Strecke angeht. Da erzählen sie ja, wo sie bremsen, was sie bremsen, wo sie lang lenken und so. Warum? Ich fühl's ja nach 100 Runden mal 0,1 Sekunden besser zu fahren, aber irgendwie glaube ich geht das mit ein, zwei Sachen einfacher und schneller. Und schon wieder. Aufwärmrunde gigantisch, die schnelle Runde sofort wieder. Und die Kurve da links, die ich eigentlich drauf scheiße, da kann ich ganz entspannt fahren, aber irgendwie geht das nur mit einer Aufwärmrunde. Sehr komisch. Vielleicht doch ein bisschen mehr Theory Crafting als Praxistechnik, ich weiß nicht. Meinst du? Wenn dir nicht danach ist, dann fahr ein Standard-Setup und dann bist du auch Zeiten gefahren. Also. Achso, hat nichts mit Setup zu tun, hat nur das damit zu tun, dass ich mich halt verbessern möchte und das mich schwer tue. Wie du die Strecke fährst, meinst du jetzt? Ja, genau. Mich schwer tue, selbstständig herauszufinden, wo ich noch optimieren kann. Weil ich fahre 5-mal so, 10-mal so, 20-mal anders und ich weiß jetzt nicht genau, was dann im Endeffekt das Bessere war. Weil ich mal hier Zeiten verliere, mal da Zeiten verliere und das mir irgendwie langsam zu langwierig wird. Ich fühle das Fahren, ich finde es auch geil, aber ich möchte auch es richtig machen und dann auch das üben. Weil ich habe das Gefühl, ich eigne mir irgendeine Linie an, optimiere und verbessere die schon mit der Zeit, aber erst nur alle 100 Runden und dann bleibe ich halt dabei. Oder ich mache mir einfach zu viel Kopf gerade. Ja, also es geht mir ähnlich, dass ich mich sehr schwer tue, die Kurven dann anders zu fahren. Besser, zu optimieren, anzupassen, ne? Aber ich vielleicht fahre ich sie generell falsch. So komplett. Kann ja auch sein. Ich weiß nicht, bei drei Kurven habe ich halt das Gefühl, es ist komplett dämlich, was ich mache. Das sieht auch dämlich aus, finde ich so, wenn ich da betrachte, wie ich das fahre. Ich glaube ja selbst solche Profis wie Formel 1 Fahrer lassen sich ja die Routen analysieren und anschauen. Selbst der Hamilton, als wir noch funken durften so viel, hat gefragt bei jeder Runde, hey, wo kann ich noch was rausholen? Wo muss ich die eine Kurve fahren? Muss ich die enger fahren? Muss ich die weiter ausfahren? Die haben ihm quasi die ganze Strecke beigebracht während des Trainings. Irgendwann haben sie das verboten, dass sie das so genau machen dürfen. Dass der Fahrer selbst herausfinden soll. Okay. Es war krass, was er alles gefragt hat. Aber gut, das hat ja jeder gemacht. Das hat nur so ein bisschen mehr gezeigt bei ihm. Wo kann ich mehr rausholen? Wo ist der andere schneller? Wo geht ein bisschen mehr? Welcher Kurve kann ich später bremsen? Wo kann ich früher Gas geben? Also all die Fragen, die halt anscheinend normal sind, weil die im Center, so in meinem Computer, mehr sehen als er selbst beim Fahren, weißt du? Die haben ja Daten. Also. Da muss man sich ja, glaube ich, nicht schämen. Oder was halt normal ist. Fand ich ja cool. Also, ich meine, hey, wenn die dem sagen, bei der einen Kurve bremst du halt 5 Meter später oder früher und gibst 1% mehr oder weniger Gas, weil es laut der Analyse da wirklich viel besser ist. Oder du verstellst die Bremsbalance so und so bei der Kurve,
damit du dann entspannter um die Kurve kommst, oder? Ne? Also das ist ja. Das ist ja ein Erarbeiten mit mehreren Leuten. Ja, wenn man das umsetzen kann und da. Sagt doch uns alles gehört. Nicht festgefahren ist im wahrsten Sinne des Wortes. Ist halt so immer so Teamwork gewesen, was sie dann mit dem Fußball verglichen haben, dass der Trainer ja auch da ist und immer wieder probiert und sagt, hey, mach, probier dies, probier das. Das finde ich halt so schwach von mir. Ich verstehe das halt nicht. Also als ich gestern ins Bett bin, habe ich nochmal dir kurz zugeguckt und du fährst die schon anders als ich. Mhm. Denke ich mir. Was ja nicht schlecht ist, weil wir fahren ja gleiche Zeiten, ne? Also ist halt nur verwunderlich, weil ich keine Ahnung, verstehe es noch nicht. Ich war bis zur vorletzten Kurve 0,24 vorne. Dann nehme ich die vorletzte Kurve, schau mal kurz hoch, 0,24 hinten. Dachte mir, hä? Dann in der letzten Kurve noch ein bisschen 0,15 rausgeholt, aber trotzdem. Warum habe ich denn nicht die Zeit mitgenommen? Ich glaube, weil ich vielleicht in der einen Kurve mehr rausholen konnte, konnte ich es in der anderen nicht machen, weil ich schnell in die Kurve gekommen bin. Dann früher oder später bremsen musste. Aber ja, da hast du recht. Sorry, ich habe nur kurz das sagen wollen. Und dass ich glaube, dass ich von dir profitieren kann, wie du es fährst, vielleicht einiges adaptieren kann, ja, weil ich mich bei einigen Kurven vielleicht dann leichter tue. Es gibt ja wirklich Streckenguides von vielen im Internet. Das sagte selbst. Wie gesagt, ich bin mir auch nicht sicher. Fernab von gut. Aber vom Fahrstil her ist es halt schon anders irgendwie. Ich glaube, dass ich einfach einen falschen Fahrstil habe. Was das GT3 angeht. Katie meinte, auch dass auch generell schwerer ist, so bei GT, also das GT3 schon schwer ist, das die beste Zeit rauszuholen. Das ist schon sehr, sehr technisch wird das Ganze in der Zeit. Was ich eigentlich dachte, was bei der Formel 1 so ist, aber du verlierst bei der Formel 1 nicht so viel Zeit, wenn du mal ein paar Sachen blöd machst, weil. Ich habe vergessen, die Logik jetzt, wenn ich hier fahre, zu erklären. Warte. Er meint halt auch, dass anderen zusehen, die gute Linie fahren, auch wirklich eine Menge hilft, was ich auch schon öfters gemerkt habe. Aber gerade sage ich das, verbessere ich mich im 0,7 hier nochmal. Weil ich einfach jetzt sicherer geworden bin und einfach erzähle. Das ist so krass. 0,7 besser, nur weil ich irgendeine scheiß Geschichte erzählt habe. 0,8. Jetzt war wieder weniger, aber. Ich komme in die letzten zwei Kurven mit 0,79 besser. Keine Ahnung, was ich da voraus im. Mitnehmen kann.
0,5 0 besser kann ich mitnehmen. Einfach weil ich dir Geschichten erzähle, damit ich aufs Fahren konzentriert habe. Was ist denn das mit mir? Das ist ein falsch. Ja. Was ist denn das? Ich fahre halt einfach intuitiv richtig. Und wenn ich mich darauf konzentriere, was ich mache, fahre ich nur falsch. Aber schau, ich habe mich so gequält. Und gerade gesagt, ich verzweifle an gewissen Sachen. Und jetzt bin ich Sachen einfach anders gefahren und habe sie einfach besser gemacht. Weil ich einfach gedacht habe, okay, komm, das ist doch logisch. Und das Lustige war ja, diese Runde war total entspannt. Was ich noch sagen wollte, man wird auch in Gitter reinschauen, wenn man bei einigen Kurven was falsch macht, mehr bestraft als in der Formel 1, weil hier hast du es ein bisschen schwerer. Also ich krieg halt die Logik nicht zusammen von gestern, aber wenn du in der einen Kurve einen Blödsinn machst, um dann raus zu beschleunigen, ist das schlimmer, als wenn du in der Formel 1 machst, weil da bist du, glaube ich, schnell in der nächsten Kurve, musst du einfach nur schnell reagieren. Keine Ahnung, weiß nicht, weil der Weg da kürzer ist. Oder hier ist, bist du mehr bestraft einfach, weil du langsamer bist und dann die ganze Zeit langsam auf dem Weg dahin zur nächsten Kurve. Keine Ahnung. Ich krieg die Logik gerade nicht mehr hin. Ja, wenn du schlecht aus der Kurve rauskommst, ja, hast du natürlich weniger Höchstgeschwindigkeit auf der Geraden, ne? Und da holst du viel Zeit raus. Was ja nicht bei F1 auch so ist, nur du bist halt schneller bei der nächsten Kurve. Jetzt verlierst du nicht so viel, glaube ich. Aber schau mal, du hast jetzt auch eine Sekunde verbessert. Ja. Was doch? Einfach Storyteller. Nee, mit reinschwitzen. Aber ich habe gelabert. Mein Sprit ist gleich alle, ich komme nicht um die Runde mehr, aber ich fahre zu Ende und gehe schiffen. Ich muss wieder nachtanken. Geil, Manü. Voll rausrollen. Kann man nicht sparken irgendwie. We need to watch the track limits. Ich hab geparkt, du Sack. Der Typ, ne? Ich sag's dir. Der ist frech. So. Eieieiei, mal kurz wieder lässt hier. Ja, nice. Hast du noch was angepasst bei Ihnen im Setup? Ach, ich bastel die ganze Zeit wieder hier, ja. Echt? Aber ja, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ja, du hast die Zeit eine Sekunde verbessert. Vielleicht kann es nicht sein. Nee, weil ich einfach jetzt gerade sauber gefahren bin. Oh? Oh?
Da techt ihr am Schwitzen. Dankeschön. Da techt ihr am Schwitzen. Also du sagst, du brauchst meine Pedale nicht, oder was, vom Thrustmaster? Nee. Die letzten noch, die ich habe. Die T3PA. Ja. Denke ich auch. Also hört sich blöd an, aber ich bin froh, dass ich meine alten Logitech habe. Ja. Warum? Die sind doch stark. Die sind doch stark. Okay. Schön. Habe ich doch Progress gemacht heute, einfach so. Mit Geschichten erzählen. Ja. Wahnsinn. Gerade mich darüber beschweren und alles und dass ich da hier und da, ich hab dies nicht und Dirkschaftsspiel. Dirkschaftsspiel. Okay. So, Mike hat uns nicht gesagt, ob er die Map gefunden hat. Ist ja nicht schlimm. Ja, die Map des Subdings da. Da kann ich jetzt noch mal kurz basteln. So. Ja, Techniker, jetzt genug gebastelt. Bastel los! Was denn? Der Freund ist gerade losgefahren. Ja, ich muss da nochmal neu anfangen. Was haben wir denn heute? 17.25 Uhr. So. Ich will nicht sagen, aber so unpraktisch ist es gar nicht, dass ich den Kühlschrank neben mir habe. Nee, das dachte ich mir schon. So unpraktisch ist das echt nicht. Und wieder am Rick. So ein Scheiß. So. Cool. Und nach ein paar Runden gefahren, geht das alles wieder. Jetzt bin ich angekommen, Technik. Ich brauche immer so ein bisschen. So ein Stündchen. BB. Dankeschön. Jetzt bin ich angekommen, mein Freund. So. Beim Dave habe ich die anderen Leute in dem Hotel verjagt. Dann haben wir auch Ruhe von ihm, damit er hinfahren kann. Ja, noch. Sehr schön. Hast du gesagt, du kommst. Genau, zufällig ein Zimmer frei geworden. Kann passieren. So, passt. Okay. Ein Stück hier. Ich würde dir gerne einfach in 24 Stunden einen simulieren. Ich nehme das Ganze davon alleine. Schaffe ich das?
Track Grip 100%. Lass uns das doch mal auf 50 stellen. Schon was passiert. Bei was? Da steht Session Information. Track Grip 100%. Ach, okay. Ist das jetzt inzwischen so oder ich hab das ist das Voreinstellung gewesen? Ich habe das erste Mal gelesen. Ist anscheinend immer so. GZ? Du kannst einstellen, mit welchem Multiplier, also bei wie vielen Runden der Grip sich erhöht. So wie in echt halt, oder? Ist ja, ja auch so. Und wie viel davon dann in Qualifying und Practice übernommen wird. Ui. Dass man da nur in der letzten Quali-Runde fährt anscheinend, wenn es gut ist. Lässt man alle anderen fahren und dann tut man in der Quali-Runde. In der letzten Quali-Runde nur rausgehen. Aber er ist schon geschwitzt hier, Technik. Dein Bass hat doch was gebracht. Nee, ich konzentriere mich gerade sehr, sauber zu fahren. Also vielleicht hat es auch was gebracht, ja. Ich hatte es auch wieder vermurkst. Aber wieder zurückgemurkst, optimiert oder was? Ich wusste nicht mehr, was ich vermurkst habe. Inzwischen habe ich wieder was, wo ich mich einigermaßen wohlfühle, ja. Was Brauchbares gefunden. Cool. Ist doch schön. Oh, so habe ich es nie probiert, die Kurve, okay. Was denn? Ach, ich habe eine Kurve mal im 5. bin ich gefahren, statt im 4. Letten da tue ich. Ich habe es so nie probiert, aber es ist entspannt fürs Auto. Mal schauen, so ob das Zeit bringt oder man verliert. Sehr so in der Aufwärmrunde fahre ich einfach so entspannt und mache irgendwelche Sachen, die ich halt nie machen würde. Weil ich nicht so angespannt bin, was mir egal ist. Ja, versuche ich auch immer, aber nach 3 Kurven habe ich das vergessen und gebe wieder Gas. Ja, genau. Ich würde sagen, bei mir ist halt genau das Gegenteil. Wenn ich mich konzentriere, glaube ich nichts. Am Anfang, wenn ich die Strecke nicht kenne, dann brauche ich das. Da muss ich erstmal so im Kopf ein bisschen zählen und schauen und gucken. Aber wenn ich die Strecke dann so ein bisschen kann, kann ich das nicht mehr mit ruhig sein und Ding. Das mag ich nur Blödsinn. Ich möchte jetzt nur die eine Kurve probieren. Das schneller langsam ist hier. Mal gucken. Also 1,646, nee, ist langsamer, okay. Ich möchte es nicht mehr. Drittletzte Kurve, weiß ich nicht, fahre ich über den Curb ganz eng oder fahre ich ein bisschen nach außen? Ich weiß es nicht, was besser ist. Ja, Einführungsrunde fahren, Startziel, erste Kurve rausfliegen. Neue Einführungsrunde. Genau, ganz oft bei mir. Da bist du die Scheiße umsonst gefahren. Deswegen sage ich aber, verdammt, die Scheiße, ist nochmal umsonst fahren. Nochmal fahren. Mit der Augenblick. Sector 2
perfect. All time's okay. So eine starke Zeit, die wir jetzt da gefahren haben. Ich verliere jetzt schon, wenn ich halt nicht schwitze, schon eine Sekunde bis zur Schikane. Und auf der Schikane nochmal eine Sekunde. Boah, okay, krass. Das heißt jetzt erstmal die Zeit immer wieder fahren. Aber da habe ich auch schon gestern das Problem gehabt mit der alten Zeit. Ist geworden. Dein Ding ist weggeschickt worden oder was? Oder nur bestätigt worden? Ja, ich weiß nicht, wie jetzt der Status ist, aber heute Morgen war es noch elektronisch angekündigt. Ach so. Also jetzt der Status ist schon anders. Wo hast du das denn geordert? Direkt auf der Seite. Ach so. Hast du dich angemeldet? Hier, glaube ich. Nee. PayPal. Registrieren muss man das wahrscheinlich sowieso. Scheiße. Ich bin gespannt, ich freue mich. Ja? Es hat Spaß gemacht früher, ja. Fand ich cool. Das, falls du es dann eingerichtet hast, glaub, wenn du Discord freigibst, kann ich ja sehen, wie sich bewegt, oder? Der Kopf, weil das Bild sich bewegt. Ja. Mal schauen. Ja. Würde ich es auch mal gern nur kurz sehen. Ja, sehen ist wahrscheinlich nur zugucken blöd. Das musst du halt, wenn du selber steuerst, ne? Ja, schon. Ich ziehe lieber so eine Badekappe an, damit ich geschützt bin. Ja. Und so ein Aluhut aufsetzen. Eine Sekunde bisher verloren, oder? Ich habe ein bisschen komisch die Linkskurve genommen. Das ist auch nicht die vorletzte. Die ist so breit, wie ich die nehmen soll. Eng, mittig, weiter außen. Soll ich auf die Curbs kommen am Schluss? Soll ich eng bleiben, wenn ich sie eng nehme? Es gibt so viele Variationen und ich verstehe das nicht.
Die Kurve macht mich psychisch, macht ihr mich kaputt, wenn ich drüber nachdenke. Deswegen versuche ich einfach zu ignorieren, fahre sie einfach nicht mehr. Einfach gerade ausfahren. Ja, genau. Wollen wir hintereinander fahren oder was? Oder willst du noch? Ja, ich muss gerade am Schreiben. Hey, die habe ich gestern gejagt hier. Habe ich aber auch 0,2 ja? besser gemacht, ja. Sind hinter mir gefahren. Hat mich gejagt. Hey, die hatte ich auch kurz reingeschaut. Also, es war ja, als ich ins Bett gegangen bin, ne? Da habe ich beim Zähneputzen noch kurz zu Ende geguckt. Mhm. Und er war auch so, ich bin zwar so hakelig gefahren, so wie du, aber trotzdem super Zeiten. Weißt du, ich. Die Runde, wo ich ihm zugeschaut hat, hat er gemeint, er hat komische Sachen gemacht. Aber trotzdem ist er eine gute Zeit gefahren. Ja. Olli, bist du gerade auch schön sauber gefahren. Die meine ich jetzt, die linke. Achso, ja, ich gucke im Stream, warte. Die Linkskurve einfach, die vorletzte. Ja. Also, die hasse ich. Ich weiß nicht, wie zum Fick ich da Zeit gut machen soll. Bei der letzten tue ich mich auch noch schwer. Ja, die bin ich jetzt sogar nicht schlecht gefahren, glaube ich, aber. Bei der Flachziegel gerade, da auch. Nachdem ich gestern meine Bremse verändert habe, dass ich mal 100% bremse, schaue ich die erste nicht mehr so, wie ich sie hatte. Ich habe da immer anscheinend mit 90% gebremst. Da bin ich auch immer haarscharf. Muss auch immer Zentimeter oder verlieren. Eh nicht mehr an. Wegen Sprit. Da ist gestern Katie über die ersten Curb komplett gesprungen. Da rumprobiert ja, habe ich gemeint. Zu hart, die Curbs. Also. Weiß nicht, aber jetzt. Der ist ja aber jetzt doch schon viel sauberer als vorher. Überhaupt nicht so hakelig, wie ich das gerade eben gesagt habe. Das war's. Das war's. Lol, so, Tici gestern. Wieso ist denn Fuel an? Dann ich, hä? Ich verstehe die Frage nicht, wie Fuel an. Ich hatte so eine gute Zeit, dann ist Fuel ausgegangen. Das musst du ja, aufpassen. Muss man halt drauf achten, ja. Mhm. Aufpasse. Ja, ich fahre ein paar Sachen nicht mehr so dreckig. Er ist eher sicherer. Schon, aber das ist. Nee, ich meine, dieses total spät. Bremsen. Ach so, und ja. Die Kurve lenken und wieder Vollgas. Ja, da habe ich gestern ein bisschen probiert. Weil ich mich aufgeregt hat, dass ich das nicht so mehr hinkriege. Ja, deswegen habe ich ja auch das mit der Bremse verändert. Ich konnte halt nicht vorher bremsen. Ich musste quasi dann bremsen und so reinsliden in die Kurve. Deswegen habe ich es ein bisschen verschoben, die Bremskraft. Jetzt kann ich vorher bremsen, das Auto bleibt ruhig und ich kann dann einfach um die Kurve fahren. Oder ruhiger. Ja, bei meinen ist es zu sehen, der Progress. Obwohl ich es nicht immer so halten kann. Ich
manchmal angespannt bin, dann fahre ich trotzdem noch so dreckig, aber... Ja. Ich möchte jetzt auch bald Auto wechseln, ist mir jetzt schon... wieder genug mit dem. Ich möchte ein bisschen mehr XP sammeln, was andere Autos noch angehen. Ich habe dann echt manchmal genug dafür. Ich habe das meiste rausgeholt, was ich aktuell kann. Vielleicht sogar auf den Porsche mal zurückgehen. Oder halt, ich würde eigentlich, was habe ich vorher gesagt? Ich würde den Ding probieren wollen. Den Huracan. Der fährt sich fast so gut, also ist fast so ähnlich wie der McLaren. Der McLaren ist eigentlich eines der Autos, wo ich am schlechtesten gefahren bin auf dem Nürburgring. Wo ich die schlechtesten Zeiten gefahren bin im Vergleich zu den anderen. Wo ich gar nicht zurecht kam. Aber dann irgendwann dann doch mich daran gewöhnt habe. Ich es auch spannend fand jetzt mit dem Bremskraft und dem Heckspoiler verstellen. Den Heckspoiler verteilen, ja. Einfach mal auf der Straße. Auf der Strecke verteilt. Beschissen die erste Kurve gefahren, 0,46 verloren. Okay, Gino, you've got 10 minutes of fuel remaining. Der Gino ist nicht so, wie du das sagst. Das erste Mal Zeit gut gemacht in der einen Kurve, wo ich gesagt habe, wo ich hasse. Ich war 0,6 hinten, nach der Kurve war ich nur noch 0,3 hinten. Ich bin meine Zeit gefahren gerade, genau die Zeit, lol. Aber ich hatte halt in der ersten Kurve 0,6 verloren und bin meine Zeit später gefahren. Das ist halt so Blödsinn. Da habe ich halt 0,6 irgendwo gewonnen. Das ist halt auch so eine Sache.